und willkommen bei einem neuen Video. Ja, vorab, wie findet ihr mein neuer Look? Ja, ich sehe aus, wie wenn ich gerade zusammengeschlagen wurde. Ich weiß. Aber ich will meine neue Schminke mal ein bisschen probieren und erkunden. Und ja, schreibt mir mal in den Kommentaren, wie ihr das Make-up findet. Also ich finde das ein guter Alltagslook. Schreibt mir mal in den Kommentaren. Ich finde es gut. Aber jetzt kommen wir zu den Fakten. Videos, also von den, also Faktenvideo-Reihe, so, also fangen wir an, oder ja, genau, ja, also mir ist jetzt aufgefallen, das ist mir gar nicht so früher aufgefallen, ich fange jetzt erstmal bei den Männern an, Jungs an, wie es sich so aggressiv, genau, was mich aggressiv macht, nein, attraktiv macht. Und ja, da müsst ihr zuhören, weil ich finde, es ist mir wie gesagt vorher noch nie aufgefallen, dass ich Schmollmünde mag. Also nicht so ganz leicht irgendwie, nicht unbedingt Schlauchboote und auch nicht Botoxmünde, also nichts Gemachtes, nur natürliche Schmollenlippen. Finde ich irgendwie, ist mir jetzt erst aufgefallen, wieso auch immer. Wahrscheinlich, weil ich so kleine Lippen habe, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist mir das irgendwie jetzt besonders jetzt am Wochenende aufgefallen. Man weiß es nicht warum, aber irgendwie. Und was mir aufgefallen ist, dass ich kleine Männer nicht mag. Also ich dachte erst, es ist mir eigentlich egal. Aber doch nicht. Also irgendwie finde ich kleine Männer nicht attraktiv. Also bei mir darf ein Mann nicht unter 1,75 Meter sein. Weil kleiner ist, geht einfach nicht, weil ich möchte mich beschützend fühlen und auch, ja, irgendwie, und das geht irgendwie nicht so, wenn er klein ist. Und auch äußerlich sieht er auch doof aus, wenn das Mädchen größer ist als der Junge. Und irgendwie, ja, und ihr wollt bestimmt auch nicht so ein größeres Mädchen haben. Also wenn ich jetzt theoretisch noch hohe Schuhe dazu anhabe, dann kann ich leicht über 1,80 sein und das sieht erstens nicht so schön aus und also ich mag es nicht, ihr mögt es wahrscheinlich auch nicht, also nicht kleiner als 1,75 Meter. Und ja, also die zwei Sachen fielen mir gerade besonders auf irgendwie, keine Ahnung. Dann kommt noch dazu hinzu, dass ich wahnsinnig gut finde an Jungs oder so oder Männer, wenn die mich zum Lachen bringen und wenn die mich beschützen wollen. Die zwei Punkte sind auch top, also habt ihr, wenn ihr das könnt, dann habt ihr 12 Punkte, also dann habt ihr volle Punkte. Und also mich zum Lachen bringen und beschützen, aber nicht zu doll beschützen, weil bei meinem Fall ist es so, dass wenn, also es will mich beschützen, aber es will auch zu viel mich beschützen. Das ist wieder zu viel. Also wenn ich jetzt irgendwas machen will, was ein bisschen gefährlich ist, dann möchte er mich da schon voll abreden. Und dass er das mir ausreden will. Aber das mag ich zum Beispiel nicht so. Also er kann natürlich sagen, nee, das, was du jetzt machen willst, vorhast, finde ich nicht gut, das ist zu gefährlich oder sonst irgendwas. Das ist alles okay. Aber mich nicht abbringen davon. Also wenn ich irgendwas machen möchte, dann möchte ich das auch machen. Und ich weiß es ja dann auch, wenn es gefährlich ist, dass es gefährlich ist. Das weiß ich ja auch. Aber also beschützen, okay, alles gut, aber nicht zu doll, also nicht zu viel beschützen, das ist schon, dass er mich dann schon dazu zwingt, das nicht zu machen. Also das ist mir zu verbieten. Das zum Beispiel mag ich nicht. Und ja, genau. Das jetzt von den Männern. Jetzt ist weg von den Männern. Jetzt kommen nur noch meine Fakten. Also das sind ja auch meine Fakten, aber ja, genau. Zum Beispiel, ich will immer mich gesund ernähren. Das ist sehr schwierig, weil bei einem Video, das kommt noch, habe ich gesagt, dass meine Lieblingsspeise, und das ist immer noch, Chips sind. Und das ist nicht so gesund und ich könnte den ganzen Tag Chips essen irgendwie, keine Ahnung. Und genau, aber sonst ernähre ich mich irgendwie immer, versuche ich zumindest mal gesund zu ernähren. Mich wurde auch schon mal gefragt, ob ich vegan oder Vegetarier bin. Ganz ehrlich, ich habe da gar keine Zeit für, weil besonders Veganer müssen darauf richtig aufpassen. Also die dürfen noch nicht mal abgepackt, eigentlich dürfen die eigentlich gar nicht in einem normalen Supermarkt einkaufen, können gar nichts mehr essen davon. Am besten frisch alles selber machen, dann weiß man auch, was drin ist. Und dafür habe ich echt wirklich keine Zeit, ganz ehrlich. Und
Ja, und dann muss man aufpassen, dann muss man gucken, kann ich das überhaupt essen, was ist alles da drin? Und das ist mir irgendwie zu stressig. Deswegen, wenn ich Hunger habe, möchte ich das essen, worauf ich Hunger habe. Und das mache ich dann auch. Und dann gucke ich nicht erst, oh, was ist da drin? Kann ich das überhaupt essen? Und deswegen, also, da esse ich viel zu viel und viel zu gerne dafür. Also das kann ich auf jeden Fall nicht. Aber ich versuche trotzdem, mich gut und gesund zu ernähren. Außer die Chips. Aber sonst. Meine Lieblingsspeisen sind zum Beispiel auch nicht sehr gesund. Pommes und alles, was italienisch ist. Von Tiramisu bis Spaghetti Bolognese mag ich alles. Und deswegen, also italienische Sachen und Pommes und Chips mag ich. Das sind so meine Haupt-, also meine Lieblingsessen, meine Leibgerichte, sagen wir mal so, wenn man das so sagen kann. Dann zu meinen Lieblingsfilmserien. Ich habe ja im letzten, also das jetzt noch kommt, Video gesagt, dass ich über alles Horrorfilm mag. Also sieht man ja auch. Ich liebe es auf jeden Fall. Aber ich mag auch natürlich auch Thrillers und Komödien. Und bei Komödien habe ich auch zwei Schauspieler, die ich gerne mag. Und meine Lieblingsschauspieler sind, ist einmal Kevin James und jetzt fällt mir der Name nicht ein. Jim Carrey, so. Jim Carrey, die zwei mag ich, die sind wahnsinnig gut. Und zu Kevin James kann ich dann nur sagen, meine absolute Lieblingsserie bis heute, neben Prison Break und The Walking Dead, was jetzt dazu noch kam, ist The King of Queens. Das ist so meine Lieblingsserie bis heute. Ich habe alles durch. Jetzt kommt auch zum nächsten Fakt gleich, kann ich es nicht mehr sehen, aber ich habe alles durch, ich habe alles gesehen und das ist immer noch meine Lieblingsserie, weil wahrscheinlich auch Kevin James da mitspielt. Wenn ein anderer mitgespielt hätte, weiß ich nicht, ob ich den mag, ganz ehrlich. Aber weil er mitspielt, er macht das echt gut, auch als Produzent. Und deswegen freue ich mich auch schon auf die neue Serie, was bald kommt. Und ja, genau. Und was zum ne und ja, erstmal Jim Carrey. Da habe ich auch vor kurzem, letztens, gestern, ein Video gesehen, YouTube-Video, dass einer gesagt hat, er mag den Grinch nicht. Mehr genau, er mag den nicht. Das ist absoluter Hass. DVD oder das der schlimmste Film ever oder so, meinte er irgendwie so. Ich kann es verstehen, wenn du als Kind den gesehen hast, dass du ein bisschen verstört bist oder keine Ahnung. Aber sonst kann ich das nicht verstehen, weil auch später kann man dann immer noch sagen, ach, das ist doch trotzdem lustig. Ich sage jetzt nicht, dass der Film der beste Film ist. Ich finde auch die Handlung nicht gerade die beste, aber allein Jim Carrey oder allein diese Figur, der Grinch, finde ich super groß. Wie gesagt, der Film ist gerade gar nicht so berauschend, aber er, genau, nur der eine, nur der Grinch, wie er aussieht, wie er, was er sagt, was er macht, was er tut, was er, die Gesten und so, finde ich großartig. Und deswegen, aber ich glaube auch, vielleicht magst du auch den Schauspieler Jim Carrey nicht, weil wenn man Jim Carrey nicht mag, dann mag man, glaube ich, auch alle seine Filme nicht, weil ich mag den Jim Carrey, deswegen mag ich auch alle Filme seiner Filme jetzt zum Beispiel. Oder zum Beispiel, wie heißt der Ja-Sager oder was, keine Ahnung, wo er dann nur Ja sagen darf oder nur Nein sagen darf, keine Ahnung. Den fand ich auch lustig. Also, wie gesagt, die Schauspieler und deswegen mag ich auch die Filme. Vielleicht magst du ja auch den Schauspieler nicht, dann erklärt sich einiges, aber sonst verstehe ich dich nicht unbedingt. Naja, auf jeden Fall zu den Serien, auf jeden Fall. Meine Lieblingsserien sind The King of Queens, Prison Break, The Walking Dead und The Big Bang Theory. So, das sind so meine vier. Game of Thrones geht auch noch. meine Lieblingsvier Serien. Meine Lieblingsfilme seht ihr dann im anderen Video, was so meine Lieblingsfilme sind. So, und genau, Horrorfilme mag ich. Und wie gesagt, so mein nächster Fakt ist, dass ich kann nur einen Film einmal sehen. Ich habe da so eine Macke, dass ich nur einen Film auch nur einmal sehen kann. Außer so welche Filme wie Findet Nomi oder, also Nomi, ne? Nemo, Dori zusammen. Nomi oder Dschungelbuch oder der einzige Film, den ich jetzt zum vierten Mal oder fünften Mal schon gesehen habe, ist King Kong. Also, das sind solche Filme, die ich schon mal mehrmals gesehen habe. Die kann man auch nochmal sehen. Oder allgemein Kinderserien oder Filme kann man immer sehen. Aber solche anderen Filme kann ich nur einmal sehen.
Oder vielleicht noch ausnahmsweise bei Thrillers. Weil manche Thriller sind ja wirklich so extrem, dass man beim ersten Mal das gar nicht richtig versteht. Und ich bin eine, die muss das verstehen. Ich muss den Film verstehen. Sonst weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich frage auch immer, wenn ich den nicht verstehe, hast du den jetzt verstanden? Kannst du mir den nochmal erklären? Also ich muss den Film verstehen. Ansonsten muss ich den dann auch zum zweiten Mal sehen. Mag ich jetzt nicht so gerne, aber ich möchte den Film verstehen. Und ja, genau. Aber sonst, ich kann es einfach nicht. Und jetzt zum Beispiel bei The King of Queens habe ich auch alles durch. Auch wenn ich die Serie mag, ich kann jetzt das nicht nochmal von vorne gucken. Manche gucken das nochmal zum zweiten Mal oder zum dritten Mal. Ich kann es nicht. Also ich kann das dann auch nur einmal sehen, auch bei Serien. Ja, genau. Und dann mein nächster Fakt ist, ich liebe über alles Musik. Ich kann 24 Stunden, wirklich ungelogen, 24 Stunden am Stück laute Musik hören. Und vor allen Dingen laute Musik, leise Musik geht gar nicht. Ich verstehe nicht die Leute, die leise Musik hören können. Also dann würde ich, glaube ich, gar keine Musik hören können, weil entweder ganz laut, laute Musik oder über Kopfhörer und da aber auch sehr laut. Und ich kriege auch manchmal schon Ärger von meinem Nachbarn, weil der mag das nicht immer so. Weil 24 Stunden Musik hören, wer mag das schon? Aber ich bin immer in dem Flow drin, vielleicht in meinem Alter, weil ich freue mich schon, in 2 Jahren volljährig bin. Ja, endlich. Ich bin froh, mal endlich länger als 12 Uhr im Club zu bleiben. Ja. Auf jeden Fall laute Musik und das Erste, was vorm Aufstehen mache ich immer, wo ist die Fernbedienung, ich muss Musik hören, wirklich. Immer wenn ich aufstehe, muss ich immer sofort Musik hören. Ich weiß, das ist so ein Tick von mir. Auf jeden Fall könnte ich jetzt im Moment, in meinem Alter, jetzt im Moment 24 Stunden Musik hören. Und wie gesagt, ich freue mich schon, in 2 Jahren ist es soweit. Und ich habe aber jetzt zum Beispiel eine Freundin, als kleines Beispiel, dass die ist jetzt fast 3 Jahre älter, die ist jetzt 19 und die war früher in meinem Alter genauso und war auch Party und so und wollte auch unbedingt so schnell wie möglich 18 werden, dass sie auch dann länger Party machen kann. Und dann, jetzt ist sie 19 und sie hat den 18. Geburtstag gefeiert und dann nicht mehr. Und ich hab das nie verstanden. Ich will 18 sein oder ich will erwachsen sein, und um dann feiern zu gehen. Und sie wollte es auch, jetzt ist sie 18, geht aber nicht feiern. Ich verstehe das nicht. Ist das vielleicht so, dass man, wenn man älter ist, dass man dann eigentlich dann schon wieder zu alt ist, eigentlich gar keinen Bock mehr auf zu feiern habt? Also wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwie alter seid, also 18 so oder noch ein bisschen älter, dann schreibt mal in den Kommentaren, ob ihr Lust noch habt, feiern zu gehen. Also sie hat auch natürlich zeitlich, aber auch nicht unbedingt das Interesse irgendwie mehr in feiern, aber hauptsächlich auch zeitlich, ist mir gerade eingefallen. Aber ich würde auch immer so gerne, ich würde wahrscheinlich jedes Wochenende feiern, wenn ich 18 bin. Ich weiß es nicht, aber im Moment bin ich immer auf jeden Fall in diesem Flow drin und möchte feiern. Genau, war es das jetzt schon? Ja, genau. Ich glaube, das war auch schon. Also, dass ich keine Vorbildfunktion bin, das weiß, glaube ich, jeder. Weil ich habe mit meinem Alter schon sehr viel mit der Polizei zu tun gehabt. Und ich will da jetzt noch nicht weiter sagen, aber ja, also ist nicht mehr so normal. Also bitte kein Vorbild nehmen, das sage ich jetzt schon mal. Wenn ich jetzt in irgendeinem Video was falsch sage, sorry. Aber, nee. Aber ich glaube, sonst war es, glaube ich, schon. Ach ja, was natürlich auch nur gerade typisch für mich ist und nur für mich spricht, ist, dass ich Wörter erfinde. Wirklich. Also, ich könnte theoretisch ein ganz komplett eigenes Wörterbuch erfinden für meine Wörter. Weil letztens war so eine Situation, da war ich mit meinem Begleiter im Supermarkt, und dann habe ich ein Wort gesehen, das, was da drauf stand, kannte ich, aber ich habe es noch nie so gelesen und noch nie gesehen, wie es geschrieben wurde. So, und dann habe ich zu meinem Begleiter gefragt, was sind denn Oliven? Er meinte, was willst du, was sind Oliven? Was meinst du, was... Er hat es auf jeden Fall nicht kapiert, und er meinte irgendwas, was meinst du mit Oliver oder keine Ahnung, und ich habe es auf jeden Fall eben dann gezeigt, weil er es nicht kapiert hat, und dann meinte er, das sind keine Oliven, das sind Oliven. Okay, jetzt weiß ich, wie die geschrieben werden. ja, ich habe ja auch im letzten Video gesagt, dass ich kein Deutsch kann, also nicht so gut, und deswegen kann ich erst recht das noch nicht mal schreiben. Und deswegen, aber jetzt weiß ich, was
Oliven sind, also wie man das schreibt, wusste ich vorher schon, dass was Oliven sind, aber ich wusste nicht, wie man die schreibt. Oder wie zum Beispiel, ich sag Kaspeln zu Kapseln. Ja, also so bin ich und mit mir wird es nie langweilig. Ich erfinde neue Wörter und das ist wieder lustig, weil ich lache unheimlich gerne und ich lache über mich selbst, habe ich in dem Video auch schon gesagt. Und wenn ich dann so ein komisches Wort sage, halt wie Oliven oder so, dann könnte ich mir erstmal eine halbe Stunde kaputt lachen, wie doof ich so gesehen bin. Und deswegen, ja, genau. Das war's jetzt eigentlich schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen und beurteilt mal mein Make-up, nicht mein Make-up, sondern mein verdroschenes Gesicht, nein. Aber sagt mal, wie ihr das findet und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.